Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute sprechen wir mit dem Herrn Lullipusch und dem Herrn Exquisit. Bedeutet, wir haben wieder zwei Telefonate für euch mitgebracht von zwei, komischen Trading-Unternehmen, die angeblich seriös sein wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Rede ich mit Herrn Dirk Lullipusch? Ja, Herr Lullipusch hier. Genau, aber ich erzähle euch meinen Namen, Herr Lullipusch. Ich melde mich von der Finanzbörse. Wie ihr seht, Sie sind gerade bei uns online. Ja? Ja. Und Sie haben Interesse mit Bitcoin, ja? Ja, da habe ich da mal im Radio gelesen, dass man da ganz viel Geld mit ergaunern kann. Okay, ja, Lullipusch, das bedeutet, da Sie haben keine Erfahrung, ja? Und Sie haben nur Werbung gesehen. Ja, ja, genau. Genau, ja. Okay, Herr Lullipusch, ich werde Ihnen kurz erklären, ja, worum es geht. Ja. Ja, praktisch. Herr Lullipusch, Sie können also Ihr eigenes Handelskonto auf der Finanzbörse zu eröffnen, ja? Ja. Es ist so gesagt, wie gleiche zum Beispiel wie Ihrem Online-Konto, ja? Online-Bankkonto. Ja. Sie können also ganz leicht dieses Handelskonto benutzen und außerdem werden Sie mit Autotrader das System Handel anfangen, ja? Ja. Es ist so gesagt wie ein Roboter, welches macht mathematische und technische Analyse mit Algorithmen. Weil Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, Sie werden also Ihre ersten Schritte mit Ihrem persönlichen Expert machen, ja? Ich bin Ihre Kontoberaterin, meine Arbeit ist, Ihr Handelskonto erfolgreich zu aktivieren, ja? Aber nach der Aktivierung, Sie werden also dieses Handelsprozess mit Ihrem Handelsberater anfangen, ja? Sie werden Signale bekommen, wie viel können Sie wöchentlich oder monatlich Geld profitieren, ja? Mit welchem Handelsprodukt handeln wird für Sie besser und erfolgreicher, ja? Ja. Weil es ist auch in unserem Interesse, dass unsere Kunden gut verdienen werden, ja? Und mit diesem Kapital, womit können Sie Ihr Handelskonto aktivieren und diese alle Möglichkeiten bekommen, 250 Euro, ja? Wir haben drei Kontomodelle. Es ist also Basic-Konto, so gesagt, es ist mit 250 Euro. Zweite ist Silver-Konto mit 500 Euro. In diesem Fall werden Sie als Bonus 100 Euro bekommen. Und dritte Kontomodell ist Gold-Konto, ja? Sie können es mit 1000 Euro eröffnen und 150 Euro als Bonus von unserer Seite bekommen, ja? Was bedeutet dieser Bonus, ja? Wenn Sie Ihr Handelskonto eröffnen und diese Summe investieren, Sie können also unsere Seite Bonus bekommen, das bedeutet, dass Sie können erste Schritte auf unserem Kosten machen, ja? Sie können auch damit versuchen, wie alles läuft, wie alles funktioniert, ja? Wie viel Profite können Sie also kriegen damit und so weiter und so fort, ja? Ist alles klar, ja, für Sie, Herr Lullipusch? Ja, das klingt ganz nett. Okay, Herr Lullipusch, außerdem, Sie haben also ganz alle Möglichkeiten, Investitionen zu machen und Ihre Profite auf Ihrem eigenen Bankkonto zurückkriegen, ja. Sie können es mit Ihrer Kreditkarte, Visa oder Master machen, mit PayPal auch, mit Online-Banking auch, ja. Und Banktransfer und solche Sachen funktioniert ganz einfacher, ja. Sie haben auch Finanzen unter Ihrer Kontrolle. Ich meine, da Sie können also jederzeit auf Ihrem Wunsch eine kleine Profite kriegen oder Ihr ganzes Kapital. Ja. Okay, haben Sie daran Interesse und können wir jetzt Ihr Handelskonto aktivieren? Ja, meinetwegen. Bitte? Ja, meinetwegen. Okay, mit welchem Betrag haben Sie es überlegt? Wie viele Kunden gibt es denn da bei Ihnen? Wie bitte? Wie viele Kunden gibt es denn bei Ihnen da in der Firma? 4.000 aktuell. 4.000 Kunden? Genau. Oh, das aber ist aber ich meine viel. Aktuell, ja? Ja. Meistens Kunden sind potenzielle Kunden, meistens sind die ihr Handelskonto schon abgeschlossen haben, aber aktuelle, wer sind jetzt online, ist 4.000. Ja. Und wie viel Geld zahlen die meisten Opfer ein? Wir haben also meisten Kunden, die so Anfänger sind, ja, weil sie sehen Werbungen oder Informationen über uns, ja, und wenn sie Anfänger sind, es ist also ganz leichter, ja, wenn Sie es mit Basic-Konto eröffnen, ja, mit 250 Euro. Damit können Sie also alles versuchen, ja, wie alles läuft, wie alles funktioniert. Sie können erstmal Kenntnisse bekommen, ja. Und wenn Sie sehen, dass Sie bei uns sehr gut profitieren können, Sie können natürlich dann weitere Profite und weitere Investitionen tätigen, ja. Ja. Oder ganze Kapital auszahlen, ja. Deswegen, also
wenn Kunde kein Risiko eingehen möchte. Also erstmal diese Kunden eröffnen mit 250 Euro. Ja, und das, ja. Okay, Herr Lulipusch. Ja. Was werden wir da jetzt machen? So wie Sie das gesagt haben, machen wir das. Das hört sich mit gut 250, an. Mit 250, ja? Ja, genau. Mhm. Okay, dann Herr Lulipusch, welche Zahlungsart benutzen Sie, Zahlungsmethode? Na, was kann man denn da so alles nehmen? Was bieten Sie denn da Schönes an? Was gibt es denn da bei Ihnen in der Firma? Ich habe schon gesagt, ja, PayPal, Banktransfer, Kreditkarte, Visa oder Master. Ach so. Und was ist da, was geht da am schönsten? Also welche ist da die bevorzugte Variante, wo Sie das Geld sicher kaufen? Also sehr oft meisten Kunden, also bezahlt mit PayPal. Ach, mit PayPal, hm? Ja, weil mit PayPal, ja. Wie Sie wissen, ist alles leichter, ja? Ja, da habe ich gestern auch mal was in den Sterne gesehen, ja. Bitte? Ja, ja, das habe ich gestern auch, ja, da aus den, also das habe ich von den Tarotkarten gehört. Ja, Sie haben PayPal, ja? Ja, die haben zu mir gesprochen. Okay, sehr gut. Dann, also, ich werde Ihnen Zahlungsring senden, ja, von 250 Euro. Also die Tante, die versteht dem Anschein nach überhaupt gar kein Deutsch. Und naja, man merkt ja, dass es hier um nichts anderes geht, als um eure Kohle. Denn letztendlich kann man dann noch so viel Scheiße erzählen, die findet es auch noch in Ordnung und macht einfach weiter in ihrem Programm, als wäre überhaupt nichts gewesen. Tja, daran sieht man wieder ganz klar, was wir hier für ein Unternehmen eigentlich an der Leitung haben. Definitiv kein Unternehmen, was euch irgendwie helfen möchte, höchstens um dabei helfen, wie man euer Konto erleichtern kann. Denn, naja, allen ist bewusst, denke ich mal, hier auf dem Kanal, wer da seine Kohle einzahlt, der wird die nie wiedersehen. Können Sie also mit PayPal bestätigen, ja? Ja. Aber für Bestätigung brauche ich also so gesagt Quittung, ja? Wusste, dass Sie haben diese 250 Euro mit PayPal eingezahlt, ja? Vielleicht von Ihrem PayPal bekommen Sie Mail oder haben Sie Applikation, ja? Ja. So können Sie es überprüfen. Also die Tante will tatsächlich auch von PayPal eine Quittung haben. Das ist schon tatsächlich irgendwie verrückt, weil bei PayPal, das ist ja nun tatsächlich ein absolut digitales Zahlungsmittel, wo eigentlich im System drinstehen müsste, dass das Geld eingegangen ist. Aber hieran, dass die da alleine schon eine Quittung auch noch brauchen, zeigt schon wieder, dass das PayPal-Konto definitiv auch nicht dem Betrugsunternehmen gehört, sondern irgendjemandem Privaten, der als Mittelsmann fungiert und damit ein bisschen Geld dazu verdient und denkt, dass es legal ist. Also der Mittelsmann ist vom Prinzip her selbst ein Betrugsopfer. Das Ganze läuft da in der Regel so, man schreibt einen auf eBay Kleinanzeigen an, möchtest du dir ein bisschen was dazu verdienen, dann brauchen wir bloß dein Konto und du schiebst das Geld an uns weiter und kannst dir denn da gleich die Provision von behalten. Das heißt, beispielsweise ist nur ein Beispiel, ob es genauso exakt ist nachher, kann ich euch nicht sagen. Aber das Beispiel ist, stell dir vor, du machst jetzt ein Konto für mich bei PayPal und meine Kunden überweisen dir jetzt 100 Euro. Und von den 100 Euro möchte ich nur 90 Euro ausgezahlt haben und die 10 Euro, die darfst du behalten, dafür, dass du für mich diesen Zahlservice übernimmst. So funktioniert das Ganze. Das heißt, selbst die Mittelsmänner werden beschissen. Tja, man fragt sich auch immer, wie man da überhaupt auf die Idee kommt, als Mittelsmann zu fungieren, denn letztendlich ist ganz klar, was da letztendlich schon zum Schluss überhaupt passiert. Die Kohle ist weg und ihr seid dann letztendlich diejenigen, die bei der Polizei im Fokus stehen. Okay, Sie das schon, haben Sie das schon verschickt, den Link? Noch nicht, ich mache gerade. Okay. Ich will die E-Mail-Adresse richtig, ja? dirk.lulipusch@gmx.com. Ja. Sehr gut, dann würde ich also Ihnen gleich schicken. Ja. Kurze Zeit, weil diese... Solange Link wir gemeinsam am Telefon warten, lutsche ich einfach an meinem Hörer. Können Sie gleich Ihr Posteingang überprüfen, ja? Ja, ist das schon angekommen? Haben Sie das schon versendet, geschickt? Ist es schon auf der Reise? Warten Sie bitte kurz. Ja, da habe ich Verständnis für. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Da ist aber tolle Musik da im Hintergrund. Bei Ihnen auch. Mhm. Okay, ich habe Ihnen schon geschickt. Ach, Sie haben das schon verschickt? Aber das ist bei mir noch nichts in meinem Postfach eingegangen. Neuladen Sie bitte Ihr Posteingang. Neuladen, ja. Okay,
dann mache ich hier mal Neuladen. Ja, ich habe den Laden neu gemacht, aber ist noch nicht da. Hallo? Die schöne Musik ist ja. Weg. Ja, jetzt sind sie wieder da zu ertragen. Ist noch nicht gekommen an hier in Postfach. Vielleicht Sie haben falsche E-Mail-Adresse gegeben. Nee, wir haben doch geguckt, ob der richtig ist. dir.lulipus@gmx.com. Ja. Ist das richtig? Ja. Okay, ich habe noch einmal geschickt, aber hier steht das, also Ihre E-Mail-Adresse ist nicht aktiv oder ist nicht richtig. Keine Ahnung. Wenn nicht, dann müssen wir mal eine andere E-Mail-Adresse nehmen. Ich habe ja ganz viele. Ganz viele? Ja. Wollen wir eine andere benutzen? Okay, sagen Sie mir bitte. Ja, aber ich muss erstmal ganz kurz die Zeit ein bisschen verplempern. So, jetzt, also dann nehmen wir da schmutzig. Bitte? Schmutzig, haben Sie geschrieben? Hallo? Ist das die E-Mail-Adresse? Ja, ich sag doch gerade die andere E-Mail-Adresse, wo wir hinschreiben können, damit ich das kriege, was Sie da verschicken wollen. Okay, dann? Ja, haben Sie die neue Adresse jetzt angefangen aufzuschreiben? Was, schmutzig? Ja, haben Sie? Hallo? Tja, also die Dame war sich auch irgendwie nicht sicher, ob sie jetzt eine neue E-Mail-Adresse von mir haben will oder einfach auflegt. Sie hat sich für einfach auflegen entschieden. Auch irgendwie wieder interessant. So ist es halt mit den Betrügern. Sobald sie nicht mehr so richtig mit einem weiterwissen und denken, da ist irgendwas faul an der Geschichte, legen sie direkt auf, anstatt einfach mal nachzufragen, was jetzt eigentlich genau gemeint ist. Tja, aber sie wollte doch eigentlich meine neue E-Mail-Adresse haben. Und wenn die mit dem Wort schmutzig beginnt, dann ist das halt so, ne? Aber, die Betrüger, die verstehen halt einen einfach nicht am Telefon, weil in den allermeisten Fällen sind sie der deutschen Sprache nur so halbwegs mächtig oder sogar gar nicht. Und versuchen trotzdem mal ihr Glück, um an euer Portemonnaie ranzukommen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Betrüger. Ja, hallo. Schönen guten Tag, Herr Exquisit. Hier spricht Herr Dietrich von Haushandelszentrale. Der Grund meines Anrufes ist, dass Sie haben schon eine Erfahrung mit Handlungen und mit Finanzmarkt, ja? Ja, weiß ich doch nicht, was der Grund ist. War das jetzt eine Frage, oder? Also, Sie haben schon gehandelt, ja? Ja. Hören Sie mich, Herr Exquisiti? Ja, ich kann Sie hören. Ja, also, wenn ich fragen darf, haben Sie allein gehandelt oder mit Broker? Ja, warum wollen Sie das denn wissen? Ich dachte, Sie rufen mich an, ich weil Sie ganz das wissen. Schlecht. Akustisch habe ich ganz gar nichts verstanden. Ja, ich dachte, Sie rufen mich an, weil Sie das schon wissen. Also ich weiß, ja, Sie haben schon gehandelt, Sie haben einige Erfahrungen am Finanzmarkt mit Kryptowährungen, aber das haben Sie allein gemacht oder mit Broker, das ist für mich unklar. Aha, und warum fehlt die Information, wenn Sie die andere haben? Weil es ist abhängig von Ihnen und vielleicht, wenn Sie einen Anruf von Broker bekommen haben und Sie gesprochen haben, dann wie kann ich diesen Anruf nachfolgen? Ja, aber ich verstehe jetzt den Grund Ihres Anrufs nicht. Was möchten Sie denn? Worum geht es denn? Ehrlich gesagt, Herr Ekosit, also wenn Sie keine Interesse haben, ich habe sehr große Warteschleife und warten die Kunde auf mich und einfach werde ich den Telefon auflegen, aber ich melde mich, weil ich unser Arbeitskonzept erklären will und ich werde gerne Ihnen weiterhelfen, wie Sie Geld verdienen können. Aha. Ja, aber haben Sie ja bis jetzt noch nicht. Okay, dann werde ich einfach erklären, wir bieten Ihnen eine professionelle Unterstützung an. Eins von unseren, also persönlichen Finanzberater, will mit Ihnen arbeiten. Und detaillierte Info mitteilen, mit welchen Anlagewerten Sie am besten handeln können. Sie bekommen genau für Sie angepasste Geldmanagementstrategie und dazu wird er die Risiken minimalisieren, kalkulieren und reduzieren. Sie können von Montag bis Freitag die Positionen offen halten und damit enorm profitieren. Einfach, ich vermute, dass Sie werden nicht ein Millionär sein, aber Sie können sehr gute passive Einkommen haben und Geld verdienen. Ja, aber ich habe jetzt den Grund des Anrufs noch nicht verstanden. Herr
Requisit, Sie sind sehr skeptisch und wenn Sie kein Interesse haben, Geld zu verdienen, wie ich schon gesagt habe, ich kann den Telefon auflegen. Aha, also da wird dann gleich damit gedroht, dass man das Gespräch beendet, wenn man da nicht so richtig mitspielt und zu viele Fragen stellt. Das, ja, und vor allem Fragen stellen ist bei denen auch immer gleichzusetzen mit Desinteresse und man hätte kein Interesse an dem ganzen Bums. Ich meine gut, in Wirklichkeit haben wir natürlich kein Interesse, sondern eigentlich nur ein Interesse aus Recherche, was da so überhaupt los ist in diesen komischen Betrüger-Callcentern. Aber was wirklich immer wieder verwundernswert ist, dass die, nur wenn man Fragen stellt, schon völlig aus dem Konzept sind und dann eigentlich auflegen sollen, weil sie denken, der Kunde hat kein Interesse. Ich finde das immer wieder Wahnsinn, dass die damit durchs Leben kommen und dass die das auch noch in Ordnung finden, was die da machen und dass das überhaupt funktioniert, was die da so machen. Also ich bin nicht skeptisch, ich weiß gar nicht, worum es geht. Da kann man ja dann auch noch nicht skeptisch sein. Ja, ich habe also unser Arbeitskonzept schon erklärt. Nächster Schritt ist, dass Sie brauchen nur Zugriff mit den Experten zu bekommen, um den Arbeit anzufangen. Einstiegskapital beträgt sich auf 250 Euro. Dieses Geld wird nicht verloren. Jederzeit, wenn Sie das nicht machen möchten, können Sie dieses Geld zurücküberweisen. Aber wenn Sie jetzt ein Konto erstellen, dann bekommen Sie sofort einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater innerhalb von 24 Stunden. Ja, und was bringt mir das? Das bringt Ihr Geld. Aha. Tja, also ich kann jetzt mit dem Anruf nichts anfangen. Ich weiß jetzt gar nicht so richtig, was Sie von mir möchten. Also wie ich gesagt habe, wir können jetzt zusammen in 3 Minuten ein Konto erstellen. Und dann bekommen Sie einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater innerhalb 24 Stunden. Konto zu erstellen braucht 250 Euro, aber wie ich gesagt habe, Sie können dieses Geld jederzeit zurücküberweisen auf Ihr Bankkonto. Aha. Wollen Sie jetzt Konto zu erstellen, ja? Ja, was denn genau für ein Konto? Was meinen Sie damit? Ja, genau, das ist ja die Frage. Wollen Sie jetzt Konto zu erstellen, Herr Requisiti, oder nicht? Ja, dazu muss ich ja erstmal wissen, was für ein Konto. Ein Konto auf unserer Plattform, auf CryptoTech. Ja, und was macht das Konto? Dann können Sie einfach mit Kryptowährungen handeln. Mhm. Ja, aber habe ich ja keine Ahnung von. Dann werden Sie in 24 Stunden einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater bekommen. Sie bekommen für Sie angepasste Geldmanagementstrategie und dann können Sie Handlungen beginnen. Allein mit Broker oder mit automatisiertem Programm. Achso, ja, dann soll mich der mal anrufen. Dann kann ich mich ja mal mit dem unterhalten. Dann können wir jetzt Konto erstellen. Ja, ich bin Kontomanager und ich werde die Schritte folgen. Das ist meine Verantwortung und meine Arbeit. Aha. Ja, dann, wenn ich also ein Konto für brauche, dann können Sie ja ein Konto erstellen, ja. Also wollen Sie den Konto mit PayPal erstellen, ja? Was, mit PayPal? Wieso, wozu brauche ich denn da PayPal für ein Konto? Ja, also Konto braucht, wie ich gesagt habe, Einstiegskapital 250 Euro. Ja, aber einzahlen tue ich ja erst, wenn ich ein paar vernünftige Informationen habe. Bis jetzt weiß ich ja noch gar nicht so richtig, was ich davon habe und wie viel Gewinn und so weiter. Dann soll mich erstmal der Experte anrufen und dann kann ich mir das ja im Detail mal angucken und dann überlegen. Ja, Herr Requisit, aber es ist nicht so leicht, wie Sie denken. Also erst müssen Sie ein Konto erstellen. Ja, aber ich zahle doch nicht ein, ohne Informationen zu haben. Also wenn Sie das nicht möchten und wenn Sie kein Interesse dafür haben... Ja, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, ich habe Interesse, ja, aber dann soll ja, ich doch erstmal... Ja, es mir so, dass vielleicht das ist für mich und für nicht für dich. Keine Ahnung, was Sie mir damit jetzt sagen wollten. Der Satz hat mal gar keinen Sinn ergeben, aber... Ja. Also haben Sie Zugriff mit Internet oder nicht? Ja, natürlich habe ich Internet. Okay, dann können wir jetzt beginnen, Konto zu erstellen. Ja, ne, und wie ich gesagt habe, innerhalb 24 Stunden bekommen Sie einen Anruf von Ihrem persönlichen Finanzberater. Ja, ne, wenn, dann ruft mich zuerst der Finanzberater an und dann zahle ich was ein. Andersrum nicht. Andersrum klingt illegal. Also, wie ich schon gesagt habe, Sie brauchen jetzt nur Zugriff mit den Experten zu bekommen, um die Arbeit anzufangen. Mhm. Und
Einstiegskapital beträgt sich auf 250 Euro. Ja, kann ja aber alles dieses Geld sein. Wird nicht verloren, wie ich gesagt habe. Dieses Geld können Sie jederzeit zurücküberweisen. Ja, aber das weiß ich nicht. Wer garantiert mir das denn? Also Sie haben Ihre Konto, Sie wissen unsere Webseite, unsere Plattform. Ja gut, die meisten Plattformen löschen ja ihre Webseiten. Mal davon abgesehen, dass Sie mir immer noch keine Domain gesagt haben und ich noch nicht mal so richtig weiß, bei welchem Unternehmen ich erzähle. Könnten Sie mich mal aussprechen lassen, bitte? Dankeschön. Und dann soll ich da Geld einzahlen, bevor ich überhaupt mit jemandem gesprochen habe, der Ahnung habe? Das klingt für mich nach Betrug. Herr Equisit, vielleicht Sie haben am Anfang von unserem Gespräch verzichtet, aber wie ich verstanden habe, Sie haben schon Geld verloren, ja? Und nö, habe ich ja auch so nicht gesagt. Weiß ich nicht, wo Sie das verstanden haben, aber habe ich ja nicht gesagt. Ja, ja, Sie haben das gemeint. Nicht gesagt, nee, aber hab gemeint. Nee, gemeint habe ich das auch nicht. Und meine Arbeit ist, jetzt Ihnen weiter zu helfen, Geld zu verdienen. Und falls Sie das nicht wollen, dann können wir es verabschieden. Und falls Sie das wollen, dann können wir nächste Schritte folgen und Konto erstellen. Ja, also so reden nur Betrüger. Okay, vielen Dank, tschüss. Ja, tschüss, du Betrüger. Und was anderes hat man hier definitiv wieder nicht am Telefon. Tja. Informationen geben ist nicht. Und vor allem finde ich es immer wieder interessant, dass die die Informationen angeblich immer erst dann geben wollen, wenn man das Geld schon eingezahlt hat. Ja, aber das Problem ist, wenn ihr da bereits Geld eingezahlt habt, dann bekommt ihr das Geld auch 100% nicht mehr zurück bei solchen Firmen. Ist die Kohle dann einfach weg. Tja, und was will man dann noch machen? Das Problem ist, wenn dann auch die Webseite weg ist, die Telefonnummer sowieso nicht erreichbar ist, mit der man euch anruft und die E-Mail-Adresse dann auch nicht mehr funktioniert, nachdem die Webseite gelöscht wurde, dann ist die Kohle spurlos verschwunden. Das Geld wurde in den allermeisten Fällen auf ein Krypto-Wallet überwiesen, was dann auch nicht mehr nachvollziehbar ist. Das heißt, eigentlich kriegt man nicht mehr raus, an wen man überhaupt das Geld überwiesen hat. Denn die ganzen Firmennamen sind in 99,99% der Fällen auch gelogen und alles ausgedacht. Tja, und da soll man sein Geld investieren. Da nützt das auch nichts, wenn sie einem immer wieder sagen, ja, man muss es doch mal ausprobieren. Ja, nach Ausprobieren kommt Geld weg. Also, ne, also wie soll denn das funktionieren? Also entweder ich habe dann Geld oder es ist komplett weg. Was soll ich denn da ausprobieren, wenn die Gefahr besteht, dass die Kohle komplett vernichtet wurde? Also zumindest irgendwer anders sich damit bereichert hat. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit weiteren Inhalten auf dem Kanal. Könnt ihr euch gerne mal umschauen und mal gucken, was euch da noch so interessiert. Und ihr könnt so auch die Zeit ganz gut vertreiben. Bis zum nächsten Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.